Weil vorzugsweise suche ich auch halt so ein Magical Forest in der Nähe vom Meer. Wieso mehr? Weil ich mehr als Ausblick Ach mag. so, okay, ja. Reicht ja dann. Was hat es mit Hobgoblins auf sich? Die gehören zu Witchery. Es gibt einen Rohstoff, den du selbst nicht finden kannst. Du kannst dann so einen Hobgoblin als Freund nehmen, dem eine Spitzhacke in die Hand drücken und dann miniert der los. Der bricht dann alle möglichen Steinblöcke, Erdblöcke. Und dann kann es sein, dass du aus so einem Steinblock dann Koboldit rausbekommst. Das brauchst du für ein paar Witchery-Sachen. Okay. Kann man nur einen als Freund haben oder Du auch kannst mehr? so viele machen, wie du willst, nur die gehen halt einfach so mal los und minieren da durch die Gegend. Das heißt, wenn du die einfach so frei rumlaufen willst, graben die ganze Kontinente um. Okay, Kannst du ihnen und die Spitzhacke auch wieder wegnehmen, aber ja. ich meine, weil ich jetzt so in freier Wildbahn sehe, also kann man die herstellen oder so oder Du kann kannst man eine die Leine fangen? nehmen und du kannst sie mit einer Leine mit nach Hause nehmen. Oder du musst Ah, nochmal okay. nachlesen. Ich muss dir zuerst irgendwas geben, ich bin mir nicht sicher. Lass mal schauen. Mit denen habe ich selber noch nicht so viel zu tun. Ich habe das nur einmal in der Welt meiner Mom gemacht, weil die hat die auch. Das ist doch Witchery, oder? Müsste es sein. Hobgoblin, genau. Weil vorher habe ich die noch nie gesehen. Also jedenfalls noch nicht, bevor ich Witchery installiert habe. Ich weiß zwar nicht mehr, warum ich Witchery installiert habe, aber ich habe es installiert. Ist lustig. Trying them up to force them into servitude with a lead. We'll have to pick up these items on the ground and put them in nearby chests. Aha, du kannst sie mal so an die Leine nehmen, dann sammeln sie alle Gegenstände, die am Boden liegen, auf und stecken sie in eine Kiste in der Nähe. Das heißt, man kann die wahrscheinlich auch an einem Zaun festbinden, dass sie in der Gegend alles aufsammeln, schätze ich mal. Giving them a pickaxe when tied up makes them dig. When digging, they are able to find the rare Koboldite dust. Genau. Okay, ja, kannst direkt so, wie sie sind, an die Leine nehmen. Aha, und dann kann man auch mit ihnen handeln. Okay, aber nichts Sinnvolles. Okay. Oh, ich hätte vielleicht den Timer starten sollen. Hey Sarah. Hi. Wie geht's dir denn, Mädchen? Okay, gut. Und dir? Oh, gut. Ich bin doch nicht so begeistert. Ich hab ein bisschen Schluck, aber jetzt schmeckt es Warst du heute beim auch zu Arzt, hart. oder? Ja, ich war heute beim Arzt. Und irgendwas Mitteilungswürdiges? Nur beim Hautarzt war ich. Achso. Das klang so, als hätte es drauf, sie würde sagen, sie wäre schwanger. Nein. Ich weiß nicht, wenn jemand sagt, er geht jetzt zum Arzt, dann würde man gerne am nächsten Tag wissen, was rauskommen ist, egal was jetzt war, oder? Ja, auf jeden Fall, ob es nichts Schlimmes ist. Oh. Na gut, ich schaue heute mal, ob ich die Turbine fertig bekomme. Das ist Ziel Nummer 1 für heute. Und das zweite war die Bienen weiter. Und ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben. Ich muss wieder auf das Clipboard schauen. Fangen wir einfach an. Ja, weißt du, 4 Sekunden. Da kann ja noch warten. Nein. Wow. Okay.
Den Stabfokus? Nein. Ah, die Verzauberungsbücher wollte ich verduplizieren, genau. Hallöchen Hollywood! Man kann nämlich mit Bibliocraft kann man Verzauberungsbücher duplizieren, das ist praktisch. Kostet mir ein bisschen was. Naja, Ludicrit wollte ich mir auch anschauen, wie man das herstellt, aber das ist mir noch zu teuer. Tja, All-In gehen ist nie so schlau. Platz 75 bist du jetzt. Ist da wer pleite? Hollywood ist gestern All-In gegangen, ja. Jetzt wird bei dem Kommando-Dings wird auch die Position in der Rangliste angezeigt. Du bist Platz 75 bei den Dings ist jetzt. Okay, schauen wir mal nach den Bienchen. Oh yes, das hat funktioniert. Ich habe eine Enchanted Drone, ich glaub's nicht. Geht's halt. Was kann die? Die brauche ich nur auf dem Schritt zu den Bienen, die mir dann die Thaumcraft-Scherben herstellen, weil ich habe fast keine mehr. Die brauche ich jetzt schon dringend. Weil ich zu faul bin, jetzt wieder in die Mine zu gehen und zu buddeln. Deswegen hätte ich gerne Bienen, die mir die herstellen. Okay, die haben alle noch einen Hintergrund. Aber zweimal hintereinander von und dachte, jetzt kommt sicher ein Sieg und dann habe ich verloren. Jump-Hybrid, das ist auch ein Jump-Hybrid. Vicky, soll ich dir was Lustiges erzählen? Hallöchen, Puma! Ja, was denn, Sarah? Bevor ich in TS, also da reingekommen bin, hatte ich die ganze Zeit Schluck auf. Jetzt auf einmal ist er weg. Wow. Ich weiß nicht warum. Wo ich im Bad war, die ganze Zeit hix, bin ich in TS, ist er weg. Ist doch schön. Gibt es irgendein Mod irgendwie so Ruinen oder sowas? Fragst du, ob du den vielleicht hast oder ob es da einen gibt oder wie? Gibt's da einen? Also, wenn ja, welchen? Naja, es gibt einen Mod, der ganze Dungeons hinzufügt, also so richtig große. Und ich glaube, es gibt auch einen Mod, der einfach so verfallene Ruinen in die Gegend setzt. Ich glaube, der heißt einfach Ruins, Lol. Oder? Das ist ein Villager-Dorf, was eine Festungsmauer hat. Ja, das ist... Ist schon so. Da gibt es dann noch Burgen und Wachtürme. Wie geil ist das denn? Es gibt einen Ruins-Mod, ja, der ist erst für die 1.10er. Doch, es gibt eine für... Warte mal. Na komm, ich brauche den einen Bienenstock. Lass mich rein. Ist die Automatik eh schon aus, ja. Und die ist auch aus, die ist noch an. Okay. Machen wir mal ein Kistchen dafür. Habe ich sonst noch eine Chant-Mod? Naja, die hier. Ja, nehmen wir die, weil die ist eh nicht nocturnisch. Ja, ganz gut. Haben schon drüber geredet ein bisschen. Bevor ich den Stream angefangen habe, das geht's eigentlich allen einigermaßen gut. Dankeschön. Wie geht's dir? Warum ist es da unten dunkel? Nee. Ich muss da wieder eine Kiste abreißen, ich habe immer noch zu wenig Kisten. Oh, da fehlt auch ein Schild. Ich sollte vielleicht mal mehr Kisten bauen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So. Sim. Oh. So, welche war es jetzt? Die war es jetzt. Wieder gehen wir da rein. Enchanted. Mann, verreck endlich. Schau ich jetzt mit Honig eigentlich aus? Mehr als genug. Da brauche ich jetzt Turbinen Fluid Ports, genau. Okay, das heißt, ich brauche Pistons, Eimer und Eisen. Einmal die habe ich noch. Pistons. Wow, was ist jetzt passiert? Kraft abgeschmiert.
Ist das mit den Plätzen neu? Welche Plätze? Plätzen, Plätze, Plätze. Meinst du das mit den Bienen da? Das habe ich schon lange. Ich werde, das wird halt immer nur größer. Eine ganze Weile hatte ich nur eins von diesen Bienenhäusern, jetzt habe ich schon drei und drei im Nether. Achso, das mit den. Ja, das ist neu. Ja, das habe ich seit heute. Ich habe das Kommando ein bisschen erweitert. Ich habe nämlich auch einen Befehl bei meinem Bot gesucht, den ich gesucht habe, habe ich natürlich nicht gefunden. Ich habe dafür die gefunden und mir gedacht, doch, brauchen wir gleich einen. Brauch noch Eimer. Ich will nur einen Eimer dann, egal. So, Fluid Ports, zwei Stück. Was brauche ich noch? Das brauche ich nicht. Ich brauche dann die Power Tab. Da brauche ich wieder einen MFSU. Wo ziehe ich dann den Strom überhaupt raus? Unten? Wahrscheinlich, oder? Brauche ich wieder mehrere. Einer reicht ja nicht. Also, ich brauche jede Menge MFSUs. Ja, bauen mal die Fluid Ports ein. Würde ich sagen, gebe ich jetzt erstmal hier rein. Wir müssen halt direkt an den. Ach Gott, das kann man jetzt wieder nicht. Kann man das mit den Schraubenschlüsseln einstellen? Ja. Okay. So, brauche ich noch irgendwie, hatte ich die Stromanschlüsse, brauche ich noch. Ja, nach unten, oder? Mit die drei Blöcke da werden wir zu Stromanschlüssen umbauen. Und dann brauche ich diese super laminaren Stromleitungen. Reichen drei? Drei müssten reichen. 27.000 kriege ich raus aus der Turbine. Das heißt, ich brauche drei Stromanschlüsse. Ja. Okay, Turbineport, MFSU. Oh Mann. Das heißt, ich brauche wie viele? Man braucht für jeden Powertap nur ein MFSU. Das heißt, ich brauche drei MFEs. Ich brauche wieder. Okay. Da geht's schon los. Und die Dinger stacken dann wieder nicht. Okay. MFSU. MFSU. Schauen wir mal nach der Biene. Inzwischen müsste das Bienenhaus eigentlich durch sein. Ja. So, du kommst rein mit der hier. Dann müsste ich eigentlich den Dings da wegbekommen. So, dann nehmen wir das da auch gleich noch raus. Und die beiden durchscannen. Das geht zur Charm dran. 47 Drohnen, okay. So. Oh, gute Idee, gute Idee. Shift-Tab. Links da, 1, 2, 3, 7. Blast Chicken, Hallöchen. Achso, das geht da rein. Wie viel fehlt mir denn jetzt noch fürs ME-System? Ich habe jetzt 32 Iridium, Halbzeit gerade mal. Ja, wenn ich die Turbine fertig bauen kann, dann müsste ich mehr als genug Strom bekommen eigentlich. Das einzige Problem dabei ist, der Reaktor ist noch nicht groß genug. Den müsste ich jetzt dann noch mindestens, Hallöchen Blackhood, mindestens noch eine Ebene tiefer machen. Ja, dass ich da den Flüssigkeitsanschluss hinbekomme. Boah, GZ-Puma. Ja, und Hollywood wird wieder verloren. Ja, kann passieren. Die Automatik ist eh aus, ja, okay. Fällt's hier?
Diurnal und Nocturnal, das ist schön. Bringt zwar nichts, aber ist schön. Hallo Schoko! Ich bin gestern irgendwann mal bei deinem Stream eingepennt, also nicht wundern, dass ich heute aufgewacht bin in der Früh. War immer noch den Stream offen, halt offline, aber. Oh Mann, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe jetzt nämlich die Befürchtung, wenn ich da eine Turbine direkt an die andere anschließe, dass der das gar nicht zulässt. Dann muss ich schlimmstenfalls das Ding hier in meinen Block verschieben. Naja. Oder ich schieb's eher in die Wand rein, oder? Dass ich da die Blöcke dazwischen frei habe. Das wäre gescheiter. Aber das kann ich nachher immer noch machen. Okay, die Stromanschlüsse. Machen wir mal die MFEs. Schoko-Hexe hat 160.000 Dingsies. Inklusive den 40.000, die Koi-Koi dir geschenkt hat, oder? Okay, MFSU. Wie fangen wir mal an? Da brauche ich ein MFE. Da brauche ich 3 MFEs. Das heißt, ich brauche jede Menge Energium. Wie viel habe ich noch? Gar nichts praktisch, okay. Warte mal, Energium waren 4 Diamanten. Das heißt, muss irgendwas, was durch 4 teilen. Hauen wir mal ein ganzes Stack Dias rein, was soll's. 80.000 hat er dir gegeben. Ich dachte 40.000. Machen. Das ist Kupfer. Der Mutatio. Ich könnte ein bisschen Kupfer verheizen. Auf jeden Fall brauche ich mehr Enderium. Wie viel? Oh Mann. Wie viel Enderium brauche ich pro Turbine? Das habe ich wieder vergessen. Nur nochmal nachschauen. In der alten Welt. Du kannst einsetzen, so viel du willst, glaube ich. Warte mal, Minigame. Nein, ist begrenzt auf 1.000.000. 1.000.000 kannst du maximal setzen, also es sollte unbegrenzt sein. 6 Modifications were stuck. Okay. Ist das schon wieder? So, fliegen wir doch mal da drüber. Muss mal anschauen, wie ich das gebaut habe. No. So, wo ist meine Minenbasis? Irgendwo hier müsste die sein. Ach, da drüben. Oh, oh Mann, das sind jede Menge Enderium-Blöcke. Nicht jetzt. 1, 2, 3, 4 komplette Ringe und bei einem letzten noch 5. Das heißt, das sind 4 mal 18, 32, sind 37 Blöcke. Wie viel bekommt man bei einem Win in Prozent? 60%, glaube ich. Warte mal. Ja. 2, 3, 4. Hier sind 32, sind 37 Blöcke in Enderium brauche ich. Okay. Raus. Blöcke. 37 mal 9 sind 337 waren. Naja, auf jeden Fall irgendwas mit 5 Stacks. 5 Stacks Enderium, gut. Haben wir noch was. Jetzt noch mal 2 Stacks eine reingeben. Oder warte mal.
Eigentlich müsste ein Stack reichen, oder? Wir machen gleich zwei Stacks, was soll's. Das heißt, ich brauche Zinn und Silber. Ich brauche 4 Stacks Zinn. Okay, und 2 Stacks Silber. Okay. Und dann brauche ich Enderperlen, jede Menge Enderperlen. Oh Mann. So, noch pro Barren Shiny brauche ich 4 Enderperlen. Ich habe jetzt drin 128. 128 mal 4 sind 512. 512 durch 16 sind. Durch 16 sind 32 Stacks Enderperlen. Oh Mann. Wie viel sind 32 Stacks? Keine Ahnung. Oh, mal raus. Oh, so viel habe ich gar nicht mehr. Oh nee, jetzt habe ich echt Mangel an Enderperlen. Shit. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Oh man. Das war jetzt wahrscheinlich nicht schlau, dass ich das alles reingeschmissen habe. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel ich schon drin habe. Oh nee, da ist schon wieder Wasser drin. Ich habe vergessen, das Ding abzuschalten. Das ist ein Crystal Windholm, für ein komischer Dorfbewohner. Ja, was? Crystal Windholm. Ist auch aus Witchery. Okay. Ach so, das wird eine Coven Witch sein. Es gibt bei Witchery gibt's Hexen, die dem großen Coven angehören. Das ist so eine. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal tatsächlich eine Vereinigung von sogenannten Hexen war. Aber die brauchst du dann später für ein Witchery-Ritual. Da brauchst du 7 von diesen Hexen und die machen dann mit dir zusammen ein Ritual. Am Anfang sollte ich dir eigentlich sagen, ich brauche von dir nichts, du bist nicht bewandt in den Künsten oder so. Ja, das ist mir ja gerade gesagt worden. Mhm. Die macht dann immer so lustig. Ja, ich dachte auch erst, was soll das denn jetzt werden? Wie hoch ist die Gewinnchance? 70% für Regulars und 60% für normale Zuschauer? Wie war das? Regular Chance ist 70%, Viewer Chance ist 60%, ja. Also 70% Gewinnchance. Ist eh schon sehr hoch gedreht, weil wir die Leute zu oft verloren haben. Hauen wir das mal rein. Hätte ich jetzt runtergedreht. Ah, jetzt habe ich genau die Scheiße, die ich eigentlich vermeiden wollte. Gut. Shiny sind noch 71. Das muss ich. Pro Shiny waren es 4 und dann muss ich es durch 4 dividieren. Ja, so war das. Naja gut, ich könnte einfach mal kurz ins End gehen und ein paar Endermänner schlagen. Das sollte jetzt nicht so die Tragik sein. Machen wir das. Danke Shishi für den Host und Hallöchen Shishi und Hi Flying Duck. Na, doch kein One-Hit. Ich bin immer von DNTS. Okay. Viel Spaß noch. Tschüss. Oh. User disconnected from your channel.
Warum ist der im End so ein Troll? Gibt's ja nicht. Ein witherndes Skelett? Du hast mal was gesetzt? Oje, das ist der Erzgewichtsbett auch noch, oder? Ach du Schande, Schoko, bist du irre. Sammelt der jetzt da eigentlich alles ein, was ich produziere, oder nicht? Also rumliegen tun da keine. Zu funktionieren. Und ja, ich produziere noch immer nicht genug Enderman. Das wird feiner. Dann brennt der. Oh. Weg. Auch über den Bot. Wie? Links, da macht der Bot. Das macht nur der Bot. Oh. GG, Schoko. Jetzt hast du mal deinen kleinen, beschaulichen Einsatz verspielt. Oh Mann. Naja. Jetzt ist die Liste nicht mehr so lang. Ist jetzt immer noch Platz 1 oder ist der noch irgendwie geblieben? User entered your channel. Hallo User. Ja, ich bin wieder da. Also. Immer noch Platz 1, okay. Okay, das wird ewig dauern, bis ich da die Perlen zusammen habe. Soll ich nicht doch wieder ein Feld für Enderperlen machen? Enderlilien im Ende eigentlich schneller? Das habe ich auch nie versucht. Jo, Shishi. Mathe schon wieder. Zu lang. Warte mal, bis das händisch gewachsen ist. Na, stützt ab? Ja. Schön, dass du damit immer wartest, bis ich zu streamen anfange. Kannst du mir das nicht vorher schicken? Ja, wieder was von den Scherben, von denen ich nicht weiß, wofür ich die brauche, aber okay. Wollte ich das reinschmeißen? Den Kopf noch. Generalprobe der Firma und du bist gefirmt. Ich bin nicht gefirmt. Luck of the Sea, okay. Das Mitglied. Achso, die könnte ich eigentlich gleich in den Ofen packen. Du kannst mir das Ding immer schicken, wann du magst. Die hat sie nicht mehr da. Look of the Sea. Jo, Mahlzeit.
Schon wieder ein Potion. Ich muss jetzt endlich mal was mit den Potions machen. Einfach alle mal einschmelzen, oder? Toll. Ich habe 5 Taumikums gefunden. Was hast du gefunden? Taumium? Taumonikum. Ach so, ja. Also die Handbücher. Ja, die finden wir immer wieder mal. Und da nur ein Taumium-Barren und ein Alumentum-Dings. Was auch immer das ist. Ist eine Handgranate. Bloß nicht werfen. Außer ich bin weit genug weg. Ja, also ich habe selber noch nie geworfen. Ich bin mir nicht sicher, wie zerstörerisch das Ding ist. Lass mal jetzt 3 einzelne rein. Oder? In der Perlen hier drin. Da sind ja schon 59 drin, okay. Das geht eh so schnell. So, schmeißen wir mal 3 einzelne rein, damit ich mal weiß, wie viel ich noch brauche. So, jetzt müsste da keins mehr über sein. Das heißt 71 mal 4 sind. Hier sind 284 bis 16 sind noch 17 Stacks und 3 Viertel Stack. Da hauen wir mal einen 3 Viertel Stack rein. 12. Sind es noch 68? 68. 60 mal 4 durch 16. Ah ja, 17 Stacks brauche ich jetzt noch. Noch 17 Stacks, dann haben wir es. Sticks. Müssen wir jetzt hier werden? 8000, genau. Mhm. 15 Sticks noch, okay. Den Ritter rein. Wo sind jetzt meine anderen Tanks? Rückgang? Ah ja. So, schauen wir mal nach dem Bienchen, da müsste jetzt eigentlich wieder eine fertig sein. Ein 2K auf 7K. Ja, so kann es gehen. Es geht aber auch umgekehrt. Die ist wirklich schön. Geht aber noch charmed im Hintergrund, die Drohne. Okay. Die kriege ich die jetzt rein. Einfach ein paar Mal eigentlich in den. Naja. Witzig, dass ich zuerst eine schöne Prinzessin habe, bevor ich eine schöne Drohne habe. Im Hintergrund, die hat den Schaden jetzt klar. Jetzt schaue ich einmal. Botania. Wofür kann man denn noch das Elementium benutzen? Irgendwie gehen wir da ein paar Anwendungsmöglichkeiten ab. So. Die Rüstungsdinger. Die Ringe. Fairy Ring. Mach das Ding gleich auf die Seite. Drum
of the Gathering Blitzlinge. Slime in a Bottle? Dark Horn, Thunder Horn. Und Boots? Was ist das? Starfield Creator. Hä? Dark Tinker? Filter und die ganzen Lenses. Aha, für die Gaia-Pylonen, okay. Oh Mann, Gaia-Pylonen brauche ich auch bald. Ja, Mist. Also ich brauche wieder Beacons. Das will ich gar nicht denken. Darf ich wieder weiterarbeiten? Nee. Was sagt denn die Checklist jetzt? Okay. Ach ja, MFEs wollte ich gerade bauen. Stimmt, das Dings da. Diamantstab, Redstone. Zu wenig. So, Energium. Wie viele brauche ich da jetzt? Ich brauche für die MFEs. Brauche ich jetzt 12, aber dann brauche ich noch welche für die MFSUs. Weil da brauche ich dann nochmal jeweils einen. Das heißt, ich brauche insgesamt. Ich brauche 3 von denen. Das heißt, ich brauche 18 von denen. Das heißt, ich brauche 18 von denen. Und das bedeutet, ich brauche jetzt so einen. Plus 12. Das heißt 30. 30 brauche ich. Okay. So. Hover Zocker, Hallöchen. 30 ist ganz schön heftig. Wie Stacks sind denn das? Das sind ja noch viel mehr Stacks, aber man. Okay, ich brauche noch ein Dia-Stack. Brauche mal jede Menge Energium. Da braucht man ganz schön viel davon, merke ich gerade. Kann ich helfen? Kenne mich bei Mottek bezüglich Fitip. Ich kenne mich gut genug aus, danke. So, noch mehr Energium. Bam. 9 Stacks brauche ich davon. Das heißt noch ein Stack. Okay. Oh, da kommen ja noch welche raus. Was? Oder war es das schon? Das war's. Okay. Na komm. Lass mich. Ich habe jetzt gesagt, 30 brauche ich. So. Fangen wir an zum Reinschmeißen und dann hören wir mal drauf, wenn es fertig ist. So. Nomi, Hallöchen. Oh Mann, ich glaube, das ist keine gute Idee, das alles auf einmal zu tun, machen wir die Dinger ja wieder nicht stacken. Machen wir mal nur die 12, die ich für die MFEs brauche. Aber dann nada, nada. Bitte was? Wie habe ich gesagt, jetzt 12 brauche ich, oder? 12. Das heißt, das sind jetzt 9, einen noch. Da. Machen wir mal die hier. Das Ding sortiert wieder nicht. So, MFE.
3 MFEs brauche ich jetzt einmal. Das heißt, ich brauche jetzt noch Basic Machines, das heißt, das sind 24 Eisenplatten und eine ganze Menge Goldkabel. 24 hiervon. Inksy sind meine Streamwährung. Die bekommst du durchs Zuschauen und kannst du für verschiedene Sachen im Stream benutzen. Ryzen Chips. Basic Machine Casing. So. Was noch? Goldkabeln. Goldkabel habe ich genau 2. Das ist ein bisschen wenig. Okay. Gib mal Rufzeichen Dingsy sein, dann weißt du, wie viel du hast. Wieso habe ich da jetzt schon wieder Waystones in der Tasche? Die schmeißen wir mal in die Zentrifuge. Den Schraubenschlüssel brauchen wir. Ich brauche jetzt mal Platz im Inventar, also viel zum Craften schon wieder. So, ich brauche wie viel Goldkabel insgesamt? Ich brauche 12. Wie viel bekommt man durchs Metalformen? 4, oder? 4, das heißt, ich brauche nur 3 Goldbahnen. Das ist irgendwie immer scherzhaft, was man da Goldbahnen braucht für die Goldkabel. Aber gut, ich will mich nicht aufregen. 12 Kabel. Und ein bisschen Gummi. Ja. Hiervon, 3 davon. Das ist Feed the Beast Infinity Evolved im Expert-Modus. Das ME-System kann ich das nicht bauen. Filter. Müssen die geladen sein? Oh ne, die müssen geladen sein. Oder, nein, ich hab's genau falsch herumgebaut. Ja, das schaut schon sinnvoll aus. Oh, die MFEs stacken auch nicht. Ach, genau deswegen mag ich Industrial Craft nicht. So, und jetzt brauche ich die MFSUs. MFSU. Das heißt, ich brauche da jetzt pulverisierten... Oh, und ich brauche... Nee! Okay, räumen wir die Dinger mal weg. So, das heißt, ich brauche jetzt viele, viele Chips. Wie viele denn? Da sind jeweils 2 drin. Das heißt, das sind 12, sind 36, sind 39 Chips. 39 Chips wieder. Oh Mann. Okay, 39 Chips. Das, jetzt kann ich ein bisschen Kupfer verbrauchen, merke ich gerade. Okay. Keiner mag Industrial Craft. Ja, du sagst es. So, 39 Chips. Mal 39 Platten. Dann 39 mal 6. Beziehungsweise eigentlich mal. Warte mal. Ich brauche 39 mal 6 Kabel, das heißt mal 2, weil ich kriege ja 3 raus. Das heißt 39 mal 2 sind 78. 78 Kupferbarren. Oder habe ich noch Kupferkabeln? Schon, aber das ist zu wenig. Das, also. Grundsätzlich aus dem FTB-Launcher, ich benutze aber den Multi-MC dafür. Also wie jetzt gesagt, 39 mal 2 sind 78. 78, ja das stimmt, okay. So, jede Menge Kupferkabel. Stimmt, ich brauche die Gaia-Splitter dann für ziemlich vieles. Welcher Schulabschluss? Welchen Schulabschluss ich habe? Ich habe ein Hochschulstudium. Ich habe studiert Bauingenieurwesen.
zuerst Matura gemacht, das ist sowas wie das deutsche Abitur. Und bin dann auf die Universität gegangen. Oh Mann, okay. Redstone. Gummi, jede Menge Gummi. War jetzt genau schlecht gemacht, egal. Oh, jetzt müsste ich eigentlich schon die Chips herstellen können. Nicht die hier. 39 Chips. Gut, rechnen kann ich noch, das ist schon mal was. Okay, jetzt brauche ich diese Dinger da. Intricate Circuit Boards, da brauche ich jetzt wieder 78 davon, oder? 78 Circuit Boards. Das heißt, jetzt brauche ich wirklich viel Gold. Uiuiui. Und ich habe fast keines mehr. Shit. Okay, werden wir wieder Meteor beschwören. Redstone. Redstone. Von denen. Das heißt, 12 habe ich schon. Das heißt, ich brauche noch 66. Das geht. Ach so, 66 mal 3, aber da habe ich zu wenig. Okay, zu wenig Gold. Wir fangen mal an. Tun wir mal wieder Meteor beschwören, wieder einen eisernen. Jetzt gehen wir mal weg. Sie brauchen einen Eisenblock. Warum machen wir gleich zwei? Machen wir gleich zwei. Warum eigentlich nicht? Der Schild ist da. Aktivierungsstein. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, ich will mir das mal ansehen. Mache ich jetzt. In 3 Sekunden ungefähr. Bist du schon da? Kann ich? Uldision? Achso, der hat wahrscheinlich wieder Timeout, wenn er jetzt das im Stream öffnet. Ja, ich mach sowieso noch einen zweiten auch, also kann er ja schon mal anfangen. Boom, Steve. Ach, Hammer nehmen. Hammer geht schneller. Dachte ich mir doch. Kann man eigentlich noch beschleunigen? Momentan nicht, aber könnte ich jetzt mit dem nächsten Meteor bekommen. Zugeben, diese Menge an Erz ist ein klein wenig OP. Auch wenn ich eigentlich Erze rausbekomme, die ich jetzt nicht so sehr brauche. Primär gibt man da eigentlich Kupfer, oder? Kupfer ist wahnsinnig aufdringlich. Jo. Ist ein so, bin jetzt wieder da. Ja. Aber anscheinend hast du schon den ersten beschworen. Ich mach gleich noch einen zweiten, ja. Wird nicht lange dauern. Kann eigentlich, ich habe eh noch Platz nach oben, ich spawn direkt den zweiten. Muss doch irgendwas machen. Bauen wir uns mit Erzen hoch, was soll's. Also, wie ist das? Also, musst du das, ist das, passiert das nur, wo dein Opferaltar steht, oder? Das hängt davon ab, wo das Ritual steht. Du musst ein Ritual bauen. Sind so ein paar Blocks, baust du, und dort an der Stelle kommt, schlagt dann der Meteor ein.
Ah, okay. Mal so. Kurz ein bisschen Stein holen. Eigentlich kann ich es mit Smoothstone machen, das geht ja viel schneller. Ich habe nicht das Problem, ich habe immer zu wenig Bruchstein. Ich habe mehr den normalen Stein, weil ich ja immer Behutsamkeit benutze. Also ich habe immer weit mehr normalen Stein als Bruchstein. Immer einfach normalen Stein. Was soll's. Brauche ich meinen zweiten Schutzschild, damit er mir den ersten Meteor nicht zerstört. So, komm an. Taschen jetzt schon voll mit Erzen. Sollte reichen eigentlich. So, machen wir den zweiten. Das ist jetzt eben das Ritual hier, dieses komische Kreisel mit Stützen und so weiter. Man muss jetzt hier so einen speziellen Aktivierungskristall herstellen. Dann brauchst du eben genug Blut im Seelennetzwerk. Dann aktiviert man das Ritual, bis das da so funkelt und dann schmeißt man einen Eisenblock drauf. Wenn ich jetzt da hochfliege, boom, schlägt dann Meteor ein. Und da ist der zweite. Ja, ein paar Blocks hat er mal rum. Aha, Sand. Was hat er da geschossen? Naja, so funktioniert das. Ja, ich hab noch Stream Delay. Ja, ja. Du hast jetzt gerade bei mir den Eisenblock reingeschmissen. Okay, cool. Das sind halt absurd viele Ressourcen, die man da rausbekommt. Hast du schon mal überlegt, drumherum sozusagen eine Quarry aufzubauen, die dir dann immer aktiviert, sobald du... Habe ich mir schon überlegt, ja. Das Problem ist, die Quarry, die grabt ja immer bis zum Bedrock runter. Das heißt, ich kann dem nicht beibringen, dass er bei irgendeiner Tiefe aufhört. Geht, doch. Doch? Wie? Ich habe, soweit ich gehört, du kannst mit den Landmarks, bist du sozusagen Länge, Breite, und du kannst auch mit einem weiteren die Tiefe bestimmen. Ja, ja, das schon, aber ich glaube, die Quarry ignoriert das. Ich glaube, die Quarry geht immer bis Bedrock runter. Ich weiß nicht, wie es mit der Ender-Quarry funktioniert. Also ich, laut anderen Videos soll halt auch halt, wie heißt es jetzt, mit einer fünften Landmark soll es nur bis zu einer gewissen Tiefe gehen. Das wäre gut. Alles andere ignoriert er dann. Und wenn er schon mal bis in die Tiefe gemeißelt hat, fängt er dann wieder von oben an, wenn er wieder was Neues findet? Oder muss man die dann neu starten? Das weiß ich nicht, aber rein theoretisch kannst du das wieder neu starten, wenn er fertig ist. Weil das Abbauen dauert immer am längsten eigentlich. Braucht halt wieder viel Strom. Also eine Quarry braucht ziemlich viel Strom. Vor allem eine Quarry hat keinen Silk Touch. Das heißt, den ganzen Redstone verliere ich dann, das ganze Zinnober, was ich daraus bekommen würde. Wäre bei einer Ender Quarry wahrscheinlich nicht. Bei einer Ender Quarry wird es wahrscheinlich funktionieren. Das Problem ist halt, die Quarry muss man dann sehr groß bauen, weil der Asteroid ja nicht nur dort alles beschädigt, wo er einschlägt, sondern sprengt auch ein paar Blöcke ringsherum um sich weg. Also man sieht bei dem zweiten Dings, da fehlen jetzt unten ein paar Blöcke. Ich hab keine Lust, dass man das immer zerschießt. Was auch von der Theorie her eine Möglichkeit wäre, ich weiß ja nicht, hast du Buildcraft drauf? Ja, ja, gern. Da könntest du beispielsweise einen Miner herstellen, also so Miner-Roboter. Der arbeitet garantiert in einem von diesen Landmarks. Drin. Du meinst jetzt eher Computercraft, ja, oder so Turtle, machen. Oder? Achso, einer? Nee, ich rede von Robotern. Du kannst unter, das ist jetzt Buildcraft, kannst du Roboter herstellen. Und die können dann beispielsweise Miner. Tatsächlich. Und die brauchen auch ein Werkzeug. Und das Werkzeug kannst du ja vorher ja schon irgendwie mit Silk Touch belegen. Wäre jetzt interessant, ob der auch mit Tinker-Werkzeugen umgehen kann. Das ist die Frage. Das ist die große Frage, ob er damit umgehen kann. Ich nehme mal an, er wird zwar es zum Abbauen benutzen können, aber wenn das Ding beschädigt ist, wird er das Werkzeug wohl trotzdem weiterverwenden. Weil er es ja nicht als kaputt erkennt. Na, jetzt momentan mache ich es noch mit dem Hammer, das geht auch. Ja, ein bisschen dauert es.
Ich muss das immer. Jetzt wird mal wieder der Sand ausgehen wahrscheinlich. Das muss ich jetzt unbedingt machen, dass der automatisch Sand herstellt, weil mir geht immer der Sand aus bei der Erzverarbeitung. Das werde ich jetzt gleich machen. Lass den nochmal da stehen. Und baue dann noch einen Pulverizer unten rein. Kann eigentlich auch ein ganz mieser sein. Er braucht ja nicht schnell sein, eigentlich. Da verheizt sich das alles mit Eisen, mit Sand. Aber ich werde jetzt eins machen, ich werde das Golderz da rausnehmen. Wo ist das Gold drin? Nether Golderz gehen wir raus und das normale Golderz nehmen wir raus. Das Golderz soll man dann in Zukunft mit Schlacke machen. Dass ich da mehr rausbekomme. Gold nehmen wir da raus. Besonders, ich hatte da auch drüber nachgedacht, hier von wegen so einer automatischen Mob-Farm. Weil könntest du auch beispielsweise mit diesen Robotern machen. Das Schöne daran ist, sie können nicht beschädigt werden. Im Vergleich zu einem Golem. Da gibt's brauchen auch. Aber auch halt eine Waffenart. Ja. Na, es gibt auch MFR, mein Factory Reloaded, Blöcke, die Mobs zusammenhauen. Jetzt nicht so das Drama. Genau, mit Schlacke kriege ich 3 raus. Machen wir das so. Dann kommt jetzt wohl in den Schlacken-Dings rein. Nether Gold habe ich jetzt natürlich keines. Machen wir das mal hier rein. Jeweils Ruby, Perido, Ember, Lapis, Emerald, Silber und Sapphire. Schwefel, Salpeter, Salz, Kohle, Ferris, Copper, Pink und Lead. Was haben wir da noch? Eisen. Eisen mache ich auch mit. Eisen sollte ich auch nicht hier machen, oder? Oh, Eisen auch mit Schlacke. Stahl auch nicht. Kupfer, Blei, Oxid, 10 Mana Infused, okay. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen. Das ist aber viel Eisen. Wie viel Schlacke habe ich denn jetzt eigentlich? Mal schauen, wie viel ich da habe überhaupt, bevor ich das alles umstelle. Rich Slag haben wir. Na, 231, das ist gar nicht so viel. Okay, Eisen machen wir nach wie vor dort. Ich mache jetzt nur Gold einmal drüben. Lass mal Eisen noch da. Gut, jetzt muss ich warten, bis ich wieder Nether Gold habe, dass ich das auch programmieren kann. Boah, Kupfer kriege ich da mörderisch raus. Naja, und sobald ich den Laser wieder auf Gelb umstellt und für das Hilorium kriege ich auch wieder Gold raus. Also das wäre eigentlich nicht so dramatisch. Habe ich da unten jetzt noch Gold drin oder nicht? Da macht man mit dem Eisen. Drin ist da kein Gold. Okay. Passt. Nach dem Bienchen. Den Trade schon losgeworden bin. So. Den Binalisierer wieder nicht dabei. Den könnte ich eigentlich mal draußen aufhängen, oder? Den vergesse ich permanent. Ja, die ist wieder rein. Sehr gut. Die ist noch nicht rein. Wie komme ich an 5444 Dingsies? Nicht? Können wir drauf zuschauen? Okay, ich bin bei 30 Stunden. Wobei ich mich auch frage, wie komme ich an 30 Stunden? Weil mir kam das nicht so oft, also so lang vor. Kann ich schon eine Drohne unten drin? Ja. Enchanted Drone. Okay, Hammer. Gut.
Pulverizer wollte ich bauen. Wird der Speed-Upgrades brauchen? Ja, wieder brauchen. Das heißt, ich brauche doch einen. Und jetzt habe ich das erste Problem, weil ich brauche dann Zahnrad. Ach, das Zahnrad kann ich ja rauslassen. Mein Zahnrad aus Enderium. Enderium ist da eh unten. Gut, ein Enderium-Zahnrad. Eine dichte Stahlplatte. Wo ist Stahl? So, dann brauche ich einen von den Chips, die ich da gebaut habe. Ein Emerald Chip. Und was fehlt noch? Der Obsidian. Oh, da habe ich auch nicht mehr zwei. Na gut, was ist denn los? Was brauche ich noch für einen Pulverizer? Was habe ich noch? Ein Augments Pulver. Oh Mist, da brauche ich wieder ein neues Barrel. Kann ich momentan Kupfer machen oder wird da was legieren? Ich habe Silber drin und ich habe Zinn drin. Ja, es wird Bronze legieren. Shit, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein großes Problem. Oh Mann, diese verdammte Lapis. Jetzt wieder das ganze Lager zu. Bald habe ich ein Immunsystem. Bald. Mit automatischer Fabrikation? So viel werde ich nicht machen. Ein bisschen was schon. Ja, das Einzige, was ich jetzt auf jeden Fall machen will, ist halt so eine Automatisierung, dass die ganzen Barren automatisch in Blöcke umgewandelt werden. Ja, das brauchst du dann mit dem MME-System brauchst du das nicht mehr. Du kannst doch 10 Millionen Barren da drin problemlos speichern. Also da brauchst du keine Blöcke draus machen, das ist ja der Vorteil. Da muss ich jetzt Blöcke draus machen, eben weil das Ding auf Stacks begrenzt sind und das ist halt nur einfacher Speicherplatz, wenn du Blöcke draus machst. System ist das dann alles hinfällig. Das wird jetzt eine Weile dauern. Hab keinen mehr, oder? Nein. Die Sand sind da noch drin, gar keiner wahrscheinlich, oder? Ja, fast keiner mehr. Bauen wir wieder Sand. Ich habe da keinen Kabel mehr drin. Ah, super. Wo habe ich denn das Fass stehen? Ich könnte das Fass aus der Mana-Produktion mal kurz nehmen, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Mana habe ich momentan genug. Ich sollte nur nicht vergessen. Ich möchte jetzt kein zweites Fass noch bauen. Oder viertes Fass eigentlich. Aber wo packt man das mal hin? Zeitweise. Da oben oder so. Warum wird das eigentlich weniger? Warum wird das wirklich weniger? Oh nein, es wird teilweise wird 7. Ich achte, es wird eh mehr. 49. 50. Nein, hin und wieder mal wird es weniger. Wo brauche ich momentan überall Cobblestone?
Der da unten rennt nicht. Da brauche ich momentan Bruchstern. Deine hungrige Note? Nö, die kriegt momentan was anderes zu futtern. Die kriegt momentan Holzkohle zu futtern. Eigenartig. Keine Ahnung, wo ich momentan Bruchstern verbrauche. Die Recycler sollten ja eigentlich nicht laufen, oder? Brauche ich die angeschalten? Nö, die laufen nicht. Nehmen wir da mal das Kabel. Ich meine, es ist eh schon wieder voll, ist eh egal. Aber der buttert immer noch pervers viel hinein. Wo brauche ich den momentan? Ein Bruchstein. Habe ich ja noch keins, oder? Das möchte ich jetzt ja machen. Wie viele Feuersteine jetzt sind jetzt eigentlich drin? 40, okay. Keine Ahnung, wo ich das momentan verbrauche. Das ist das Problem, je mehr man automatisiert, umso mehr weniger weiß man, was man alles macht damit. Irgendwo werde ich es wohl brauchen, keine Ahnung. Machst du vielleicht Lava draus? Nö. Ich mach keinen Strom draus. Das Einzige, was ich doch gemacht habe, ich habe mehr Fässer mit Stein, das weiß ich. Oder war das Holz? Steinfass hängt jetzt definitiv nicht dran. Egal, völlig egal. Ich produziere nach wie vor genug. Das Fass langsam voll läuft. Ist nicht so wichtig. So. Wie heißt dein Chatbefehl, um Dingsies zu verschenken? Geben. Rufzeichen geben. Willst du Dingsies herschenken? Ja. Einer mag deine Dingsies. Wir schenken die her. Ja. Ja, der Hollywood hat beim letzten Dings da verloren. Da wollte ich meinen Sieg mit ihm teilen. Okay, das ist sehr lieb von dir. Also, dass er wenigstens auf plus minus null ist. Kein Problem, Hollywood. Gut, machen wir jetzt mal bei den MFUs. MFUs, Alter. Wie viel brauche ich jetzt? 78 Chips, habe ich gesagt, brauche ich. Dann wieder 34 fertig. Das heißt, ich brauche noch eine ganze Menge Gold. Schauen wir mit Gold aus. Ich gehe die schon wieder. Machen wir gleich eine ganze Menge, ist ja wurscht. Das ist ja nicht verloren, die brauche ich eh immer. Vokabeln lernen plus Hausaufgabe ist gleich doof. Wieso plus? Du solltest die Sachen lieber hintereinander machen, nicht gleichzeitig. Gleichzeitig funktioniert nicht. Es sei denn, deine Hausaufgabe ist Vokabeln lernen, dann schon. Schauen wir mit Enderperlen aus. Steht wieder 56 drin. Sollte jetzt aber immer nur Vielfaches von Stacks reinschmeißen. Mit 3 Stacks, das heißt, ich brauche noch 12 Stacks. Ach ja, das Kommando habe ich jetzt auch neu. Kann man per Klick einen Tweet senden, wo ich dann drin stehe. Noch 48 sind noch 12 Stacks, genau. Stimmt. Die kann ja mal eins nach dem anderen bauen, doch nicht alle gleichzeitig bauen. So. Ich brauche wieder auch, das heißt, ich brauche wieder Lapisröhren, oder? Ich brauche jede Menge Lapisröhren. Wie viele denn?
Panda-Rohr. Hallöchen, willkommen Stream und danke für dein Follow. So, jetzt mal die wieder machen. Dann brauche ich die wieder. Jetzt brauche ich noch die Kapazitatoren, da werde ich wieder zu wenig haben. Warte mal, ich habe 38. Waren es? Nein, 39 Chips. Das heißt, ich brauche 39 mal 2 sind wieder 78. Ich brauche 78 von den Dingen. Jetzt mich da raus. Habe ich noch 78 Lapisröhren? Habe ich natürlich nicht. Okay. Machen wir noch mehr Lapisröhren. Le Peace. Automatisieren. Ich müsste ja nur einen Konvoi rein und rausschieben lassen. Hm. 78 sind 14, die ich hier brauche. Okay. 3, 4, 5. So, das sind die, ich brauche. Machen wir noch ein paar auf Lager. Die brauche ich eh immer. Das reicht. Ist mir was vor, aber das kann ich nicht mitbekommen. Oder wieso jetzt deine Essgeräusche da in den Stream posten? Mampf, Mampf, Mampf. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Mein Internet ist so schlecht, ich kann nicht mal nur Audio ohne Unterbrechung hören. Okay. Hast du die Qualität schon runtergestellt? Ich müsste einen Qualitätsbutton haben. Stell die Qualität einfach runter, dann müsstest du es besser hören. So, oh Gott, Signalum brauche ich jetzt ja auch noch, oder habe ich noch? Signalum habe ich noch. Was brauche ich noch? Diese Redstone-Chips. Ich weiß nicht, ob ich da genug habe. Schauen wir mal. So, Signalum-Nuggets. Was? Bin ich da jetzt? 31, passt. Ich brauche aber mehr. Mehr Signalum, okay. Ich habe nicht genug Signalum. Mist. Was jetzt kacke ist, dass ich den Dings voll habe. Egal. Bauen wir jetzt mal einfach die ersten paar und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe mir Kartoffeln gemacht, über Milke, weil es schnell geht und lecker ist. Oh. Das sind jetzt 316 Barren Enderium. Wie viel ist das? 316 durch 9 wären 35 Blöcke. Wie viel habe ich gesagt, brauche ich? 4 Reihen plus 3 sind 37. 37, aber ich habe ja noch Enderium auch noch, oder? 37, okay, 37 mal 9, nicht bei 9. 37 mal 9, 333, das geht sich eigentlich aus. Ich kann es eigentlich alle rauslassen, das muss raus. Ich brauche den Ofen jetzt wieder. Dann könnte ich schon mal schauen, wie man die Dinger baut. Wie brauche ich denn da? Da brauche ich 14. 14 von den Dingern. Map, den nicht. Was ist der denn? 14 von diesen hier. So. Und 80 Rotorblätter.
Noch mehr, nochmal 16. Holy moly, da geht Iridium weg, das ist Wahnsinn. Ist das schlau, die Rotorblätter jetzt schon zu bauen, wenn ich noch nicht mal den Dings fertig habe? Egal. Waren es überhaupt 80 Rotorblätter? Das weiß ich auch schon nicht. Ich muss nochmal nachschauen. Sind das 80 Rotorblätter? Es gibt nämlich ein Maximum, das man nur einbauen darf, sonst geht das Ding nicht. Wie war das mit diesen puren Aura-Nodes? Konnte man eigene Magical Forests machen? Ja, die transformieren den Chunk, in dem sie drin sind, in einen Magical Forest. Ja. Wird das auch dann komplett angezeigt? Was? Also auf der Dings-Map hier. Journey Map. Das wird ein anderes Biom. Biom ist Biom. Journey Map zeigt Biom an. Okay, und wie kriege ich die da raus? Du musst sie teleportieren. Das geht jetzt nur mit Blood Magic. Okay, und geht das auch, wenn das Ding noch halt in einem Holzblock drin steckt? Ja, das teleportiert eben den ganzen Block. Habe ich da 81 Blades? Hä? Müsste doch irgendwas durch Vierteilbares sein. Hm. 80 Blades. Du müsstest mit Blood Magic den Teleposer bauen. Mit dem kannst du Blöcke teleportieren. Okay. Tata kann Mods spielen. Was hat sich verändert? Sind da jetzt manche beleuchtet und manche nicht? Okay. Sagen wir fest, sind aus. Nein! Wie immer eigentlich, wenn ich Modpack spiele. Gucken. Ich werde heute, weiß nicht, ob ich heute überhaupt noch Songquests anmachen werde. Ich weiß noch nicht, was ich nachher spielen werde. Okay, kann ich die noch daher bauen? Ich brauche da 5 Blöcke weit. 1, 2, 3, 4, 5. Bis daher kann ich Blades bauen. Das sind nochmal 12, dann sind es nochmal 8. Ich glaube, ich spiele nur noch mit 12. Da bin ich wenigstens immer. Also es ist eine Theorie von euch, dass der Einsatz einen Unterschied macht. Sollte es eigentlich nicht tun.
geht sich das jetzt aus? 1, wie habe ich jetzt gesagt? 32, 37, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, geht sich aus. Okay, die Blades haben wir. Ich brauche noch einen Controller. Werde ich in den Controller einbauen, dazwischen den Säulen wahrscheinlich, oder? Turbine Controller, da brauche ich einen Advanced Computer. Okay. Wann braucht der noch? Ungefähr. Moment mal, da müssten jetzt eigentlich schon die Blöcke raus sein, oder? Bin schon raus. Wirklich, sobald ich was anderes setze, 50-80% der Fälle. Ja, dann setz jetzt wieder den Betrag und dann werde ich dich daran erinnern, wenn du verlierst. Ich weiß, das ist total asozial von mir schon wieder. So, Enderium-Blöcke. Brauche ich, jetzt habe ich gehört, 37. Ich werde jetzt vorerst einmal mit Enderium betreiben, später wechsle ich dann auf Ludicrit, aber das ist immer noch zu teuer. Gibt eh mehr als genug Enderium, okay. Das sollte ich noch nicht machen. Da sollte ich erst die Wand fertig bauen. Da brauche ich jetzt klar. Habe ich noch Sand? Wie schaut mit Sand jetzt aus? Hi Sarah! Sand haben wir genug. Hey Sarah! Turbine-Glas. Ach, da braucht man gehärtetes Glas. Gehärtetes Glas oder Quarz oder Aluminium-Glas. Wie viel gehärtetes Glas habe ich noch? Zu wenig. Das heißt, ich brauche wieder. Oh, das heißt, ich brauche wieder Obsidian. Und Obsidian habe ich wieder keinen mehr. Na doch. Okay, du pulverisieren wir mal wieder Obsidian. Ich brauche jetzt Obsidian. Das heißt, ich brauche Blei. Blei. Blei habe ich genug. Obsidianstaub. Noch was drin? Ja, da ist noch was drin. Was? Das. User joined your channel. Hallo. Hallo. Hi. Mehr Obsidian. War schon zu spät? Ja, war schon zu spät. Ah, Mist. Warte mal, kann man den Fluxslot? Man kann den Fluxslot doch sperren. Oder geht lassen da nicht rein, das ist das Problem, wenn man das sperrt. Na gut, muss es händisch machen. Zwischendurch nach dem Bienchen, sobald man einen Automatikmodus anschalten kann. Leider wieder den Binalisierer nicht dabei. Nein, daneben. Hallo Basti! Die ist noch nicht optimal. Normal, slower. So, das heißt, da nehme ich diese hier. Die ist auch. Oh, die ist auch nocturnal. Die fast. Okay, wenn ich die beiden Trades noch reinbringe, dann kann ich es loslegen. Na gut, danke schön mit dir. Jetzt weg, lag es an meinen. Also bei mir war er nicht weg, oder? Ich bin mal nicht unterbrochen.
Wüsste ich zumindest nicht. Ich versuche heute die Turbine fertig zu bauen. Ich versuche mit den Bienen voranzukommen und ich muss noch die Verzauberungsbücher-Duplizierung erforschen, damit ich mal Last Stand auf alle Rüstungsteile draufgeben kann, dass wir mal den Chaos Guardian ausprobieren. Der Typ braucht noch mehr Obsidian. Noch mehr Obsidian. Mini-DC. Der Brutto hat sich wahrscheinlich resettet. Ja, jetzt habe ich endlich genug Rohstoffe, um eine Turbine zu bauen. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Brennstoff habe, um sie zu versorgen, aber das schaue ich jetzt einmal. Kann ich endlich mal von Uran auf Ilorium umsteigen? Das ist, glaube ich, nur eine Frage davon, wie viel. Wie viel XP-Punkte man mitnimmt, denkt sich mal. Obwohl ich noch immer nicht weiß, wofür ich gegen den kämpfe, weil ich bin nicht so in der Draconic. Was bringt mir der eigentlich? Was droppt denn der? Also die Chaos-Scherben, ja, die brauche ich für den Reaktor. Für den Reaktor, den ich nicht vorhab zu bauen. Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Ich habe noch nie bekämpft, weil ich den Mod noch nie so weit war. Da haben wir jetzt noch Turbinengläser. Türbein, da haben wir noch welche. Da bekommt man die Reaktorscherben und erwacht ist. Aha, okay, das Draconium. Das ist auch Stahl. Davon brauche ich ein paar. Und ein paar Cyanid. Quarz habe ich vergessen. Turbinen. Weiß noch nicht, ob ich es brauche, aber ausprobieren. Alles wird mal ausprobiert. So. Turbinenglas. Machen die Seite mal zuerst, dass ich die Coils aufbauen kann. Mit den Drachenhetzen von ihnen könntest du etwas Draconium herstellen. Okay. Ja, ist gut, brauche ich dann für den Endcontent, für diese ganzen Creative-Dinger halt. Ah, ein Enderdrachen, was bringt mir das? Das heißt, ich krieg mehr Dracheneier, was habe ich von an Dracheneiern? Jo, kannst doch eine lange Frage machen, ist egal. Viel mehr Blöcke. Eigentlich bei dir wieder Elite an. Habe ich. Wann habe ich die Woche? Habe ich irgendwann Elite gespielt? Weiß nicht mehr wann. Immer noch die Anaconda, ja. Fliege jetzt aber meistens aber trotzdem die Python. Weil mit der Anaconda kannst du nur bei großen Stationen landen und das schränkt deine Beauftragswahl doch ziemlich sehr ein. Meistens fliege ich trotzdem die Python. Turbinengehäuse. Ups, wieder neben. Ups, da ist auch schon was. Ja, da brauche ich die Power-Tipps noch ein, das machen wir nachher. Oh ne. Die alles okay, Sirene ist losgegangen. Durch das Timing. Oh,
dann. Machen wir nochmal eine Plutonium-Reihe. Ja, lass mal den mal. Mal da den Boden rein. Die lassen wir noch, damit wir da drauf und runter kommen. Da fehlt's noch. Die können wir schon mal einbauen. Da ist schon wieder zu wenig Blöcke. Inzwischen kann ich die Enderium-Blöcke aufbauen. Ja, das ist vollständig. Also ich habe die Beleuchtung jetzt genau hinter den Spulen. Das ist aber wieder genau dämlich umgebaut. Ja, kann man vielleicht nachträglich noch ändern. So, 4 komplette rein in die Enderium-Blöcke. Die letzten sind dann nur noch 5. Okay, das sollte mal der Innenraum sein. Achso, das ist das Glas, ich dachte, das ist zu dunkel. Lass mich hoch. So. Schauen wir mal, was der Reaktor jetzt tut. Ist er schon fertig mit Zentrifugieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wird eine Turbine für den Big Reactor. Stromproduktion schon wieder. Der zentrifugiert noch. Was egal. Also was verloren. Waren das jetzt 12.500? Mit denen du trotzdem verloren hast? Noch mehr Obsidian. Also ich brauche wieder Turbinengehäuse, oder? Keine mehr. Okay. Also ich habe davon schon nichts mehr. Jetzt brauche ich noch Quarz. Ich habe schon wieder kein gehärtetes Glas mehr. Oh nee. So viel zu der Theorie, dass du mit der Menge immer gewinnst, was? Oder auch gleich zu. Und ich weiß, wie viele Blöcke ich noch brauche. Dann kann ich gerade das noch zumachen. Nicht so. Es ist so gemütlich am Abend immer mit dem Stream schon ein Bierchen trinken. Bierchen? Oh man, da brauche ich noch viel, viel mehr Blöcke. Oh man. Ausgang. Schauen wir mal, das war den Control. Ich habe jetzt alle verbaut, oder? Warte mal, habe ich noch Turbinengehäuse? Nö, habe ich alle verbaut. Auch nicht. Ah, da sind noch welche drin, okay. Die Powerpods, die bin ich gerade am Bauen. Trinkst wohl kein Alkohol? Doch schon, aber nicht sonderlich häufig. Vor allem kein Bier, ich mag kein Bier. Bier ist irgendwie ätzend. Warte mal, von den Kabeln müsste ich doch noch haben, oder? Ne, ich glaube, die habe ich weggeworfen. Die kann man ja nicht bauen, oder? Das wäre episch, wenn man die bauen könnte, diese Creative-Dinger. Ist noch wer TS? Uldisian müsste noch hier sein und der... Achso, nein, der ist schon, der Hans ist schon wieder weg. Okay. So, Turbine Controller, also ich brauche so einen. Brauche ich wieder einen Comparator. Ja, Wein und Schnaps, Schnäpse hauptsächlich eigentlich. Tequila mag ich sehr gerne. Stone Fucking und ein bisschen Quarz.
So, jetzt ist die Redstone Fucking. User joined your channel. 3. Hallo. Hallo. Ein Comparator. Hab mal gedacht, ich komm vorbei, weil es so ruhig ist. Wenn ich da bin, bin ich meistens nicht der Einzige, der labert. Weil ich permanent labern, dann trotzdem kommen wir andere sprechen. Boah. Gestern haben wir ja durcheinander geredet, wir zwei. Jo. Was brauche ich eigentlich gerade noch? Panzi 1, 2, 3, Hallöchen. Wie lange braucht denn dieser blöde Machine Frame noch? Der ist ja bald fertig. Was wollte ich jetzt? Den Controller. Nein, ja, den Controller wollte ich. Da brauche ich einen goldenen Chip. Oh, jetzt wärst du allein gewesen. Und noch ein Red. Nee, und noch ein Redstone. Da. Der Redstone-Chip ist eh nicht drin, oder? Nee, gerade nicht. Ich geh mal gleich. Hab gerade den PCB-Launcher gesucht. Und das Wire brauche ich auch wieder. Boah, ich brauche wieder das Wire. Das ist rote Farbe, Redstone und Eisen. Aha, das heißt, da muss ich einen brennbaren Eisen, ein Redstone und rote Farbe. Rote Farbe. Ich jetzt auch ein bisschen extra. Da muss ich den Chipset ausschalten. So. Dann müsste eigentlich alles rauskommen, oder? Und ach ja, ich habe diesen Baublock gefunden, der die Formen vorgibt. Formen vorgibt? Block? Kann sein, dass ich schon geschlafen habe. Ja, ich wollte doch den Tower bauen, da habe ich doch diesen Block die ganze Zeit gesucht. Da habe ich schon geschlafen. Ich habe gefunden, von welcher Mod das ist. Das war nicht extra Utilities, das war von Open Blocks. Okay. Wann habe ich Geburtstag? Im Februar. Ich bin gerade noch ein Wassermann. Gerade kein Fisch mehr. 18. Februar habe ich Geburtstag. Ja, ich bin widerlich. So. Hört ihr mich jetzt? Jo. Ja. Also, erstmal willkommen, Schokohexe. Ich höre ein Echo bei mir. Wenn du ab und zu. Ich aber nicht. Wie schlimm. Wahrscheinlich, weil du das gerade in dem Moment geredet hast. Das kann sein, weil ich da einen Push-to-Talk anhabe. War gerade sehr komisch. Ich habe dich auf einmal gehört, Schokohexe, aber noch nicht mal von Teamspeak den Sound bekommen, von wegen ein User joined your channel oder so. Und gerade kurz bevor ich da den Disconnect hatte, bekam ich das, diese Nachricht. 22.01. Dann hast du Geburtstag? Ich habe am 18.02. die Sarah am 22. Jänner. Das weiß ich. Ich habe im April. Energy Processor, den brauche ich dann noch. Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit, das herzustellen? Falsche Welt geladen. Ich weiß alles, sie Sarah, ich bin Illuminati, ich weiß alles. Jetzt bin ich gerade in die Testwelt gegangen. Oh, man braucht da schon wieder so viele Sachen, das geht mir schon wieder am Nerv. Das blöde Ding muss mal fertig werden. Oh, meine Stromerzeugung. Oh, das hätte ich jetzt wieder verpackt. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen, dass ich dann eine Benachrichtigung kriege, wenn der mit Zentrifugieren fertig ist. Das wäre wichtig. Okay, das kann. Du verpackst Schokolade. Was ein sehr sympathischer Job ist für mich, mal Schokolade. Also so Pralinen, wie es ist. Was? Gibt's Gläser mit rotem Wein? Minecraft? Kommt drauf an, ob du den Mod hast, dann ja. Das müsste bei Harvestcraft sein, glaube ich. Extra Trees. Oder so. Die funktionieren aber nicht richtig. Die sind zwar eingebaut, aber man kann sie nicht herstellen. Hab ich gerade gemerkt, ich hab drauf geklickt. Aber die Dimension, die ich gestern da aufgerufen war, war geil. Das Last Millennium. Naja. Muss ich auch nachgucken, wofür man das braucht. Das ist doch egal. Beschwör doch da deine Dämonen. Dann können sie sich definitiv nirgendwo ausbreiten. Richtig. Da gibt's sogar hier in dem Modpack. Der Version.
Das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie du aussiehst. Ach, es gibt sogar eine Biene, die tut Milch herstellen. Eine was? Eine Biene? Eine Biene, die Milch herstellt. Hm? Milch und Honig. Ich frage mich jetzt gerade, hat diese Biene dann Nippel? Muss man die melken? Oder wie funktioniert das? Eine Biene melken. So. Das ist die Bovin Queen. Macht Wheaton Comp und Milky Comp. Was? Milky Comp? Milky! Achso. Ein Milky Comp, das wäre doch lustig. Also, die stellt Milch und Weizen her. Ja, es gibt ja ziemlich für alles Bienen. Was ich dann blöd finde, es gibt da noch Bienen, die man auf dem Weg zum Züchten zu den tatsächlichen Bienen macht, die produzieren gar nichts. Das sind Bienen, die deren einzige Aufgabe ist, dir das Leben schwer zu machen. Und das finde ich dann blöd. Building Guide heißt der Block. Ach so, der. Wo du dann einstellen kannst, zum Beispiel Kugeln, und der macht da so Phantomblöcke hin, dass du weißt, wie du eine Kugel baust. Genau, den habe ich gesucht. Okay, ja, das hätte ich dir aber sagen können, wie der heißt. Ich habe Bild unten gesucht, geschrieben, aber dann kam der nicht. Sogar einfach zu craften. Ich musste nur ausprobieren. Wusste aber nicht, wie man den einstellt. Ich musste schon rumprobieren. So, Sand haben wir wieder genug. Aber das Ding wieder zurückstellen, eigentlich. Jetzt müsstest du noch 21 sein, oder? Oder 20? 20? 20 oder 21? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich werde als Stromquelle die Solarpanels von Advanced Solar Panels bauen. Hm. Die produzieren EU wahrscheinlich, oder? Mhm, die werde ich dann mit Transfer Nodes in RF umwandeln. Stimmt, die Transfer Nodes transferieren auch. Doch, 20, okay. Ach, ich hätte das Ding gleich füllen können, wenn ich schon da bin. Egal. Gibt's ja auch die Hyper Energy Transfer Nodes. Kosten auch nicht viel. Nur 4 normale Transfer Nodes. Man kann aber das System da unten an das Ding anhängen. Überlegung. Geil. Naja, die Testwelt, die sieht noch so aus, als ob ich gerade erst angefangen habe, mein Haus zu bauen. Rot und Schwarz, Sarah, das weiß doch nun wirklich jeder. Da muss doch kein Illuminati dafür sein. Irgendwie sind hier immer mehr Villager. Oh, oh. Ich habe ja auch so einen Villager Wood Machine gebaut. Musst du opfern für Blut? Nein, für Emeralds. Schmilzt du die Dorfbewohner auch ein? Liquid Black Ink Timlet. Kostet. Krieg ich 2 Emeralds für. Nice. Und für eine. Villager. The King. Was weiß ich noch so über Thinkerer. Dich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt wirklich alles im Stream sagen sollte, was ich über dich weiß, weil das könnte ein bisschen indiskret sein. Da bringt sich ein Villager gerade selber um, aber das ist mir egal. Ach, hier ist ein Overnet. Wusste ich noch nicht mal. Weißt du, meine Schwester Diana, kann ich sagen? Weißt du, ne? Echt nicht? Also ich glaube, ich hätte Probleme damit, wenn ich das über dich sage. Das macht man ja auch eigentlich nicht. Ich sag das nicht. Kann ich dir dann sagen, wenn ich mal nicht streame? Aber das jetzt wäre mir jetzt unangenehm.
Das ist lustig, dass der genau so einen Raster gesprengt hat. Interessant. Vom Design her finde ich den Energy Core von Reconic Evolution richtig geil. Einfach ein Multiblock von 20 mal 20 Blöcke in jede Richtung. Also von der Zentrum aus und die halten hier in die Richtung 10 Blöcke. Nur mal so, muss eigentlich eine Smeltery mindestens, also was heißt mindestens? Die Innenseite muss mindestens 3x3 sein, ansonsten bist du nicht begrenzt. Du kannst so groß bauen wie du willst, so hoch bauen wie du willst, so breit wie du willst. Das ist gut. Ich bin gerade im Energy Core. Unheimlich aus. Ja, Taschen schon wieder voll. Ich glaube, die Natur ruft gerade, ich muss mal kurz Pause machen. Was? Milti geht mal weg? Ich muss mal aufs Köpfchen, ja. Komm gleich wieder. Microphone muted. Da bin ich wieder, weiter geht's. MolDB. Na, Transform.
Könntest du herstellen, den Molekular Transformer? Man kann doch mit Thaumcraft so einen Zauberstabfokus herstellen, der Blöcke unzerstörbar macht. Jetzt frage ich mich, ob das gegen den Blood Magic Meteor hilft. Theoretisch schon, oder? Das ist doch Explosionsschaden. Ausprobieren. Ich mal testweise einen Block über das Ding schieben und schauen, ob da was passiert. Okay. Mann, ich verwechsel immer den Befehl. Das heißt Time Set und nicht Set Time. Die Zeit verändern? Weil ich hier gerade was am Testen bin. Ist ja. Einfach nur Hybrid-Solarpanels, die reichen auch schon mal gut als Strom. Wenn man davon 4 Stück hat. Ungefähr 20.000 F pro Sekunde. Pro Sekunde. Nicht pro Tick. Mhm. Okay. Ja, sind halt nur 128 EU pro Solarzelle. Und sind gerade mal 500 EU. Diese Turbine da, die sollte rein theoretisch 28.000 RF pro Tick produzieren. Also das nochmal 20, das sind dann 56.000 RF. Nein, 560.000 RF pro Sekunde. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das jetzt baue. Das ist immer mehr Ausprobiererei, ob man genug Dampf produziert. Und mein Lager läuft schon wieder voll. Also Eisen ist jetzt, ich hätte das viel früher machen sollen mit Meteorbeschwören. Man hat absolut keine Rohstoffprobleme mehr. Einzige, was man halt da nicht bekommt, ist das Uran und das Hilorium. Das wäre noch episch, wenn man das da bekommen könnte. Peace. Also meine Taschen sind ja schon wieder voll. Gut. Hä? Okay. Ist das jetzt ein anderer geworden? Fertig. Hallöchen, Tom! Macht er da eigentlich gerade gar nichts, oder? Der ist doch schon fertig. Warum tut der noch? Ich muss mal kurz die Welt neu starten, sonst verbraucht er weiterhin Strom und der tut gar nichts mehr. Oh Mann, ich hoffe, ich treffe niemals diesen Löschen-Button. Wie safe games aber trotzdem. So, Turbinen kommt. Ah ja, das brauche ich noch. Den Computer, da brauche ich noch einen Diamantchip.
Wo habe ich denn den Inscriber? Ich glaube, den habe ich da wieder weggeräumt, oder? Den, weil ich den momentan nicht angeschlossen habe. Inscriber. Ja, wo stellt man den hin? Früher kann nirgends am Stromanschluss. Theoretisch könnte ich ihn da drüben hinstellen. Passt zwar nicht wirklich, aber ist egal. Ja, schaut irgendwie wie ein Backofen aus, oder? Könnte man als Backofen durchgehen lassen. Kann nur ein Stromkabel. Warte mal, das Stromkabel ist da hinten drin, oder? Ja. Das ist ein Conduit. Eine Fassade. Was kommt daher? Ups. Ah, das ist kein Stromanschluss. Richtig, da ist er nur. War noch ein Conduit. Hier eine Fassade kann man schon mal anmalen. Play with Beast, Hallöchen! Da sollte Strom drauf sein, oder? Jo. Da kommt Strom dran. Kommt eine Fassade drauf. Lass mich rein. Ich treffe das nicht. Da schon Upgrade-Karten drin? Ich glaube nicht, oder? Nö. Habe ich welche? Ich habe auch keine, oder? Nö. Upgrade. Die sind da nicht drin, oder? Nein. Wie heißen denn die schon wieder? Die heißen Card, oder? Die heißen doch Card. Ja, das sind sie. Flux-Kristalle. Habe ich Flux-Kristalle? Machen würde ich jetzt keine, aber. Ich habe noch welche. Ach, wurscht, für den einen Chip, den ich jetzt brauche, ist mir egal. Ich brauche einen Silicon und einen Engineering. BB. Das hier und Silizium. Ja, weiß. So, passt. Und was brauchen wir noch? Ich mal wieder Gold. Okay. Ein Goldchip. Und 7 Goldbarren. Bitte, wo ist er? Ich habe einen Controller. Und ich habe einen Controller. Den haben wir auch. Packen wir den mal genau da rein. Jetzt ziehen wir noch um. Ins Interior. Was? Im Interior ist gar nichts. Not valid block. 688. Da kann ich mal da einen Lichtpunkt hinzufügen. New? Da kann man leider den Chat nicht sehen. 688 43. Eben aufschreiben. 688 43 1 5 6 5. Schau mal, wo das ist. Z-Koordinate 15 65 Z-Koordinate 44 45 43. Da, wo ist das? Da hinten irgendwo. Da unten. Da ist noch Luft. Das ist nicht die Interior. Okay, der zeigt wohl einfach alle Blöcke an, die noch fehlen. Na gut, dann ist halb so wild. Das sind viele. Die Härte des Glas habe ich keins mehr, oder?
Lumiumglas hätte ich noch. Braucht man viel Lumiumglas? Auch Obsidian. Luke Steiny Gamer LP. 36 neue normale Hybrid Solarpanels produzieren ca. 350.000 F. Weil Anzüge awesome sind! Juhu! 308 mal gefragt. Was war denn da drin? Da war der drin. Und den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich muss noch bedeutend mehr Obsidian herstellen. Die Druckformen kann man wieder reingeben. Oh, ich mache mit. Insta-1. Insta-7. Den kann man wieder wegräumen. Gibt's dafür noch andere Rezepte vielleicht? Es ist immer nur Blei mit Obsidianstaub, egal was ich treiben will. Ja, ich brauche Obsidian, es hilft nichts. Okay, der Ofen ist momentan eh leer. Das heißt, ich kann da mal Lamaki, Hallöchen! Wo sind meine. Ich glaube, die Tanks sind noch da drin, oder? Danke für dein Follow, Luki. Luke Steini Gamer. Ich da jetzt irgendwas, wo ich schneller Wasser auftanken kann. Ein Aquaöl-Akkumulator? Na, ich habe eh die Transfer-Notes habe ich im Keller. Problem ist, die Pumpen sind nicht schnell genug. Bräuchte da irgendwo ein größeres Reservoir mit einem Superlaminar Dings. Das sind diese Rohrleitungen, die unendlich viel Wasser transportieren können. Eigentlich wollte ich mir ja mal eine automatische Obsidianfabrik bauen. Bin ich immer noch nicht dazukommen. Irgendwas drin? Nein, ist nichts drin. Und das Gebäude für. Das Problem ist, dass man da in gleichen Teilen Wasser und Lava reinpumpt. Das muss man überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Hollywood hat schon wieder verloren, das gibt's doch nicht. Der Junge hat Pech. Sollte ich es doch nochmal mit dem Igneous Extruder versuchen, oder das Ding braucht halt Strom schon wieder. Das ist eine Verschwendung, nur weil ich zu faul wäre. Was ist, wenn ich es einfach mit den absolut schlechtesten Leitungen mache, die es gibt? Tanks davor. Kannst du mir vielleicht beantworten, was es damit auf sich macht, dass mitten in der Welt so eine große Strohpuppe steht? Nur optisch. Oh, da drunter ist ein Spawner. Was für ein Spawner? Was? Hab doch nie einen Spawner drunter gesehen. Jo, ein Zombie-Spawner ist drunter. Oh, okay. Jetzt hat er das Ding ruiniert. Und ich pumpe schon wieder zu wenig. Wieso horchen die da wieder hin? Bin ich doof? Mach mir eine Kobaltschaufel mit einem Hardgriff. Ich habe nämlich noch keine Schaufel. Warum baust du aus Kobalt? Kobalt ist schneller als Enderium. Okay. Aber noch keinen Cast für eine Schaufel. Biber? Oh ja. Will ins Bett legen. Und ausschwitzen. Mann.
Wieder 4 Stacks Obsidian. Machen wir noch mehr. Machen wir noch mehr. So viel Obsidian, das ist pervers. Forschen Koppel. Oh, wie viel Eisen ich da schon wieder habe. Habe ich statt den Koppeln einen Pfeil rausgenommen aus der Kiste? Pfeil? Naja, ich geh doch noch weiter. Ciao. Tschüss. Ciao. User disconnected from your channel. Ingots. Was ist denn eigentlich in einem Emerald drin? Lucrum und Vitreus. Da könnte ich doch mir aus Emeralds Gold transmutieren, oder? An was arbeite ich gerade? Ich baue mir gerade die Big Reactor Turbine. Müsste eigentlich gehen, ja? Ich denke auch. Ich hatte doch von diesem einem komischen Metall noch was. Vergessen, wie der heißt. Das müsste ich halt wieder irgendwie automatisieren, weil es ist ätzend, wenn man das händisch die ganze Zeit macht. Ich will endlich ein WME-System haben, da geht das so schön. Ja, Pokephenium, dort wollte ich mal gucken, wie gut das ist. Erste Mal, wo du Wasser in Glas. Wasser in Glas? Ich mach Wasser und Lava zu Obsidian, ich mach da kein Glas draus. Oder meinst du den Tank hier? Das ist ein Tank, das ist kein Glasblock. Das ist ein Open-Blocks-Tank. Schaut nur aus wie Glasblöcke. Immer noch Obsidian drin. Wurscht. Wasser kann man eh nicht zu Blöcken schmelzen, oder? Ich glaube nicht, dass da Wasser rauskommt. Hör mal so, das wollte ich dich noch fragen. Du hast ja doch diese Möglichkeit, so Steine aus dem oder irgendeinen Block aus dem Inventar in die Welt zu setzen und den, der in der Welt ist, dafür in dein Inventar zu holen. Ja, diesen Stab des gleichwertigen Tausches, so wie das heißt. Das Äquivalenten. Okay, funktioniert das auch mit Wasser? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Du möchtest eine Flüssigkeit gegen eine andere Flüssigkeit austauschen, quasi. Nein, Erdblöcke gegen Wasser. Ach so. Das geht, glaube so, ich, nicht. So, dass ich so kleine Teiche leer machen kann, also mit Erde belegen kann, um das abzubauen, um halt das Wasser wegzukriegen. Wüsste ich nicht, dass das geht. Pokephenium Tool Rod gibt einen Durability Modifier von 3, aber da habe ich lieber Stonebone drauf. Pokephenium ist jetzt ein Pokémon. Ich hätte bei einer Kobalt und Adi zusammen reingeschmissen. Der Fehler. Wenn du Manjolin willst, nicht. Aluminium habe ich drin, da brauche ich ja eigentlich nur Kupfer. 11. Bronze. Warum mache ich hier zwei verschiedene Bronze? Unterschiedliche Mod. Ganz sicher, ich habe bei Kobaltabbaugeschwindigkeit 11 und bei Enderium 23. Ganz sicher, dass das schnell ist? Schneller ist? Nur der Kopf alleine. Okay, 23. Kobalt. Bei mir 11. Ist bei mir langsamer. Ist vielleicht eine Einstellung im Config-File. Ich will mein eigenes Modpack basteln, weil ich die Mod-Launcher nicht benutzen. Wieso kannst du die nicht benutzen? Man, einfach so ein Modpack basteln wird nicht gehen. Da brauchst du auch einen Launcher dafür. Enderium Shovelhead, Mining Speed von 3. Interessant, bei mir hat die wesentlich mehr. Ist vielleicht anderes Config-File. Ist nur der Kopf halt. Ja, ja. Wo ist denn jetzt hier? Da unten ist irgendwo. Shiny hat sogar 14. Nur der Kopf. Prime 0, Hallöchen. So, noch mehr Obsidian, raus damit. So, noch mehr Obsidian. Den Pulverizer, nochmal. Elektrum hat 17.
2. Arconiums. Ach, gleich habe ich da noch drin, okay. Obsidian. Auf den Bienchen schauen. Ender Amethyst hat 15. Ender Amethyst, interessant. Awakened Draconium hat 16. Hat sogar ein Mining Level von 12. Wo ist sogar höher als das höchste, was es gibt. Okay, die sind identisch. Und die. Die sind noch nicht ganz identisch. Lass mal die nochmal ran. Danke für dein Follow, Tribe 0. Spricht man das aus? Wie ist das gedacht? Das schnellste ist natürlich die Elektrum, aber die hat am wenigsten Durability. Macht dir nichts, wenn du das Ding sowieso elektrifizierst. Ja. Marsch den Kopf aus Elektrum. Und man kriegt sowieso die Haltbarkeit nicht so hoch, dass man den 4 Millionen Kapazitator draufgeben kann. Das geht sich normalerweise eh nicht aus. Kann man auch gleich mal tiefer bleiben mit der Haltbarkeit. So. Tribe ist richtig, okay. Kann ich das Kobalt wieder rausholen? So, Obsidian. Puh, Obsidian habe ich jetzt viel. Elektron müsste ich oben haben. Was soll man? Ach ja, die Druckerpressen muss ich mir jetzt endlich mal bauen. So, Bibliocraft. Ist im Training alles gut. Was trainierst du denn? Weiß ich gar nicht. Dann viel Spaß, denke ich mal. So, ich brauche den Typesetting Table, den hier. Oh, das ist leicht. Auch noch ein bisschen Mana-Stahl, ein bisschen Thormium. Mana-Stahl müsste ich noch haben. Thormium glaube ich keins mehr. Machen wir noch 2 Thormium. Raus. Fußball, okay. Dann ja, viel Spaß. Ich finde es immer lustig, wenn ich den Altar sehe, bevor der Junk geladen ist. Da habe ich noch Goldtransmutationen. Ja, super. Jetzt schmeißt den Meister wieder rein. 2 Taumion bitte. Brauche ich wieder Precantatio. Precantatio. Mining Speed von 17. Mining Level Stein. Oder das reicht ja auch. Sogar nur eine Durability von 151. Wie nice track? Was soll das jetzt heißen? Ach, das ist wahrscheinlich wieder ein Emoji, das nicht angezeigt wird, oder? Kann sein. Achso. Nö. Es ist ein Zuschauer da, der gar nichts gesagt hat. Dass die Zara den früher gegrüßt hat, als er was gesagt hat. Das ist ja lustig. So, Taumion und Dingsi. Bara ist auch eine Illuminati. Die grüßt die Leute, bevor sie was sagen. So, eine. Oha. Ach, da brauche ich ja noch mehrere dann, oder? Ich bin ein Idiot. Egal. Wie sich das Mining ist merkbar macht von Stonebones, wenn man nur so wenig Durability hat. Alles klar. So, dann brauche ich einen Redstone-Chip. Und ein Dings. So. Und eine Biesele Holz. So, Upsetting Table. Okay. Hat die da hinten auf, oder? Diese blöde Kiste muss ich da auch mal wegräumen. Und dann brauche ich noch die Druckerpresse. So. Oh. Braucht man wieder die Platten und Taumion Blocks. Okay.
Oh, Telefon. Mal kurz locker. Mhm. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt noch brauchen. Jetzt müsste ich ja langsam mal zum Ende kommen. Nice Tracks, danke fürs Follow. Willkommen. So, da fehlt noch was. Haben wir das da drüben vielleicht? Erstmal. Ah, Mann, wir waren immer noch so viel. Wir wollen noch nicht zum Zählen anfangen, es sind noch immens viele Blöcke, die da fehlen. Okay. Jetzt brauche noch mehr Turbinenblöcke. Ich habe schon wieder kein Vibrant mehr. Habe ich noch Energetic? Doch, da habe ich noch welche. Enderperlen, wir schauen mit Enderperlen aus. Ein paar. Jo, Tribe. Du bist aber cool. Oh, danke schön. So, das heißt, ich brauche mehr Energetic, ey Leute. Das heißt, ich brauche wieder Gold. Redstone und Glowstone. Nur noch mehr Glowstone pulverisieren. Da, 64 Glowstone. Das, das und das. Im E-System habe ich noch nicht, nein. Da brauche ich noch 32 Iridium-Erz dafür. Ich habe jetzt das sortiert. 32 Iridium-Erz habe ich jetzt, 32 brauche ich noch. Box, ja, Cola halt. Was sagt meine Stromversorgung jetzt eigentlich? Wie heißt die Mod? Applied Energistics. So, da können wir dieses Silber nehmen. Raus. Noch mehr Obsidian. Eins, zwei, drei, dann noch einen halben Stack plus den hier. Müsste ich eigentlich ausgehen. So. Kupfer. Ja, ich sollte den Block mitnehmen. Rezept nicht eingeben muss, dann geht das viel schneller. Jetzt noch Iridium bauen. Schön benehmen hier. Braucht euch nicht gegenseitig beleidigen, gibt einen Timeout. Könnt mich beleidigen, so viel ihr wollt, aber beleidigt keine anderen Zuschauer. Das lasse ich überhaupt nicht durchgehen. Industrial Craft, das ist Tinker's Construct. Bauen wir mal die M5 so fertig. Ach ja, Signalum wollte ich bauen, deswegen habe ich nicht weitergemacht.
Auch wieder Signalum Nuggets, das war was. Multiplayer, glaube ich, was geht. Das macht nichts. Signalum, das war Kupfer, Silber und Redstone, oder? Redstone, Kupfer und Silber, ja. Das sind drei Kupfer, ein Silber und pro drei Kupfer brauche ich 10 Redstone. Pro drei Kupfer, das heißt, ich nehme gleich einen ganzen Stack Blöcke, oder? Kupfer, Silber, das sind ja 9. Das ist das Dreifache. Keine Ahnung, wie viel das jetzt wieder ist. Moment, das sind 9 und das sind 9. Das heißt, ich bräuchte 3 Stacks Redstone-Blöcke, oder? Das ist aber so übertrieben, oder? Das ist ein bisschen sehr übertrieben, ja. Nehmen wir da 20 hiervon. Jetzt bräuchte ich 3 Stacks mit G60, wenn es wahr ist. Ich hoffe, ich kann rechnen, weil sonst habe ich jetzt einen Riesenmüll da drin. Stimmt das? Pro 3 brauche ich. Nein, das stimmt nicht. Pro 3 brauche ich 10. Auf den Rechner. 60 mal 9 sind so und so viel Dings. Das heißt, das durch 3, das mal 10 sind 1800 und das durch 9. Das kann nicht stimmen. Hä, nochmal. 60 mal 9, das sind 540 Barren Kupfer. Ich glaube, ich habe hier viel zu viel gebaut, oder? Mit 20 kann ich aber wieder nicht durch. Mal 15 plus 5. Nehmen wir die wieder weg. Miltis Denkergesicht. So, pro 3 Kupfer brauche ich 10 Redstone. So, das heißt 40 mal 9. Brox, 14, 16, danke für den Follow. 45 mal 9, siehst du das hier? Das dividieren wir. Das sind 405 Barren Kupfer. Das heißt, das dividiere ich jetzt durch 3 und multipliziere es mit 10. Das sind 1350 Redstone. Das dividieren wir wieder durch 9. Und 150 Blöcke Redstone. 150. Hallöchen, Kenny! Das sind 128, das heißt, ich brauche dann noch 22 mehr. 22. So, das schmelzen wir alles ein. Oft das stimmt. Was für eine Grafikkarte habe ich? Ich habe die. Da müsste es eigentlich stehen, oder? Nö, da schreibt das jetzt irgendwie nicht hin. Im Startmenü schon, eigenartig. Das ist die GeForce 870M. Ja. Ist nicht mehr die neueste, aber ist halt auch schon 3 Jahre alt. Entweder habe ich keinen Sand mehr. Ne, Sand ist noch ein bisschen was drin. Nur absolut kein Cobblestone mehr. Oh Mist. Ne, die sortiere ich jetzt nicht, das gibt ein Chaos. Dann. Bin noch immer am Schmelzen, ja. So, jetzt gebe ich euch einen Timeout, weil das jetzt habe ich genug. Das lasse ich in meinem Stream nicht zu. Kommt mal runter und, chillt ein bisschen.
ich da schon, das ist eh schon ein Resonanter. Ein voll beschleunigter Resonanter eigentlich sogar. Geht mir immer noch zu langsam. Okay, das ist alles drin. Das bisschen noch, habe ich genug Tanks? Ich glaube, ich lasse mal ein paar Tanks ab. Signal um. Kostet mich nur eine Sekunde, da auf Timeout zu klicken. Also du kannst dir so viele Accounts anlegen, wie du willst. Du hast jetzt mal Ruhe. Kann man Signal und Block eigentlich chiseln? Okay, der ist fertig. Nochmal drei Tanks. Irgendwie habe ich zu wenig Silber drin. Hä? Signalum? Ich habe doch genau die... ein Drittel davon reingegeben. Eigenartig. Irgendwie ist kein Silber mehr drin. Okay, wie viel fehlt noch? 270. Das heißt, ich brauche noch 90 Barren Silber. Das heißt 10 Blöcke. 10 Silberblöcke. Komisch. War der Ofen vielleicht voll? Das stimmt jetzt. Müsste aber stimmen.